Schönen guten Morgen wünsche ich euch allen zusammen. Wir machen heute noch ein drittes Projekt. Das heißt, auf meinem Kanal wird es drei Projekte geben. Erstmal. Im Discord dürft ihr mir gerne auch Stellung dazu beziehen. Vielleicht auch sagen, was wir mal antesten sollen. Das können wir vielleicht mal durchschieben. Ein Hauptprojekt, was zweimal die Woche kommt. Und zwei Nebenprojekte, die nur einmal die Woche kommen. Ich habe mich entschieden, weil ich im Moment in letzter Zeit sehr viel Subsistence gespielt habe und einiges noch dazugelernt habe, was durchaus möglich ist, mich dazu entschlossen, dass wir heute noch eine Runde Subsistence machen. Wir fangen aber nicht im Januar an, wir fangen mal im Juni an. Wir lassen noch 24 Tage. Die machen wir im Moment noch komplett aus. Die machen wir zu einem späteren Zeitpunkt an. Wir wollen erstmal so ein bisschen sammeln, uns etwas Entschuldigung, ganz blödes Mundgulasch, ein bisschen akklimatisieren. Ein kleines Bäschen bauen, dann geht's los. Ich hoffe, euch wird die Staffel gefallen. Ich werde dort auch weitere Updates dann immer noch mit nachbringen. Und wie gesagt, dieses Projekt kommt nur einmal die Woche. Legen wir los. Einzelspieler. Leichten Modus erstmal. Auf geht's. Gut, wir müssen, glaube ich, einen Namen. Nee, Profil 1 haben wir. Gut, Juni, leicht. Sehr schön. Dann wollen wir einfach starten. Wo war denn das hier? Neues Einzelspiel. Belesen kann es klar im Vorteil. Auf geht's. Wir wollen loslegen. Wir legen los mit einer Runde Subsistence im Singleplay. Vielleicht werde ich ab und zu mal ein paar Folgen von meinem Online reinbringen, aber das kann ich noch nicht so genau sagen. Das werden wir sehen. So. Wollen wir loslegen? Wir legen los. Versuche eine Basiskontrolleinheit zu bauen. Ja, wir wollen jetzt erstmal. Oh, wir haben sogar einen Schuss in der Pistole, weil wir halt auf leicht angefangen haben. Gut, wir fangen jetzt erstmal an. Wir müssen uns erstmal akklimatisieren. Ich habe überhaupt keinen Plan, wo wir hier gestrandet, wo wir hier gelandet sind. Ich habe auf dem Online-Server, ich spiele auf dem Online-Server. Ich werde, sofern Interesse besteht, auch gerne diesen Online-Server in meine Videobeschreibung mit reinpacken. Das hier allerdings ist ein reines Singleplayer-Let's Play. Ich versuche euch ein paar Tipps, ein paar Tricks mitzubringen, mit beizukriegen. Wir werden alles Mögliche mal versuchen zu bauen. Meine Erfahrung von dem Spiel werde ich mit reinbringen. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei. Und wenn ihr Bock habt, mit mir zusammenzuspielen, dann empfehle ich euch her wärmstens den PvE-Server, den wo ich drauf spiele. Und ja, dann könnt ihr auch gerne mit mir mal zusammenspielen. Und vielleicht machen wir dann mal ab und zu mal so ein kleines Special, wo dann mal eine Special-Folge von diesem Server kommt, wo wir uns dann mal sehen, treffen, vielleicht ein bisschen schnattern, wo ihr auch in meinen Videos damit dabei sein dürft. So, wir legen los. Erster Tipp und Trick, also so mache ich es. Ich lege mich im ersten Moment noch nicht fest auf einen bestimmten Ort auf dieser Karte, sondern ich gehe erstmal nur farmen. Das heißt, wir grinden heute, wir werden uns die Map ein bisschen angucken, wir werden uns so ein bisschen hier umschauen, wo was ist. Und dann werden wir ganz entspannt schauen, wo ein cooler Bauplatz ist. Und das, denke ich mal, wird leider Gottes erst in der zweiten Folge dann kommen. Ich bin auch noch nicht davon überzeugt, dass wir eine große Base bauen. Vielleicht bauen wir eine mittelgroße, vielleicht bauen wir es etwas größer, vielleicht bauen wir ein bisschen was anderes. Mal schauen. Also das kann ich noch nicht genau sagen. Ich habe auf dem Server zum Beispiel eine ziemlich kleine Hütte gebaut, aber dort wirklich jeden Platz ausgenutzt. Vielleicht baue ich die hier wieder nach. Das wird sich dann entscheiden, wie es dann ja, kommt. Ne? Gut, wir wollen gucken. Wir brauchen Material. Ganz wichtig sind hier in dem Spiel Kisten. Weiß, glaube ich, mittlerweile jeder. Subsistence immer noch ein sehr geniales Survival-Game mit sehr wenig Fehlern. Lässt sich im Multiplayer oder Server spielen, über Koop, im Singleplayer. Und ihr habt hier auch viele Welteinflüsse, die euch das Leben erschweren. Ganz klar. Trick Nummer 2 bzw. Tipp Nummer 2. Ihr solltet so schnell wie möglich, wenn ihr eine Base habt, dementsprechend gucken, dass ihr einen Kühlschrank gebaut kriegt, damit ihr halt durch die Jahreszeiten auch gut durchkommt, weil
Ich glaube nicht, dass wir im ersten Winter groß viel rausgehen können. Vielleicht werde ich diesen Winter skippen. Ich weiß es noch nicht. Das müssen wir dann spontan entscheiden, wie wir das am dümmsten anstellen. Könnt ihr euch ja auch mal zu in den Kommentaren dann äußern. Und dann werden wir sehen, inwieweit wir da kommen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Sonst schaffen wir heute wirklich nichts, außer nur ein bisschen Holz fällen. Was haben wir denn jetzt hier? Nägel haben wir schon ein paar. Wir brauchen auf jeden Fall, was ich auch empfehle, gleich eine Spitzhacke zum möglichst bauen. Eine Angel ist immer gut. Da kann man aber auch den Bogen bauen. Da müssen wir halt gucken, was jetzt schneller fertig ist. Also Angel, Bogen, beides wichtig. Mit der Angel habt ihr aber wesentlich mehr Möglichkeiten, um an Nahrung zu kommen, weil da könnt ihr die Baumlarven euch immer holen. Was mit den Federn für die Pfeile nicht der Fall ist. Da müsst ihr natürlich immer ein Hähnchen schießen. Hühnchen schießen, fangen, wie auch immer. Aber zum Hühnchen fangen, sage ich ganz ehrlich, bin ich zu blöd. Habe ich noch nie geschafft. Schaffe ich nicht. Keine Ahnung warum. Andere schaffen es. Ich bin da zu blöd für. Also werden wir folgedessen erstmal ganz gechillt und entspannt natürlich diesen Wolf ausweichen. Geh weg, ich mag dich nicht. Noch nicht. Komm wieder, wenn ich einen Bogen habe. So. Wir werden mal gucken. Da oben ist eine Faser. Die müssen wir mitnehmen. Wir brauchen natürlich jede Menge Tauwerk, Nägel, Bretter. Wir brauchen eigentlich alles. Am Anfang ist es natürlich so, dass wir wirklich alles brauchen. Ich versuche mal heute so den größten Teil der Karte schon aufzudecken. Ob mir das gelingen wird, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Natürlich viel Holz sammeln. Holz ist ganz wichtig. Weil, ja, ohne Holz kriegen wir keine Hütte zusammen. Streichhölzer haben wir schon mal. Das ist sehr cool. Das ist wirklich cool. Weil dann können wir uns auf jeden Fall, wenn es nachher dunkel wird, schon mal ein Lagerfeuer bauen. Ich entschließe mich mal dazu, und das werde ich jetzt auch mal so beibehalten. Die Nächte werde ich wegskippen. Die sind zwar nicht sehr lang, aber ich werde sie jetzt zum Anfang hin erstmal wegskippen. Weil, ja, es macht relativ wenig Sinn. Die Nächte können wir eh nicht viel machen. Und ich werde wahrscheinlich auch öfters mal unsere Loot-Runden ein wenig im Zeitraffer darstellen, damit wir halt auch relativ zügig durchkommen und damit ja, ihr natürlich auch das Wichtigste seht und die Tipps natürlich auch vielleicht selber. Das Spiel könnt ihr euch natürlich auch erwerben, gibt es über Steam. Alle weiteren Infos dazu, wie immer in der Videobeschreibung, kennt ihr schon von mir. Schaut rein. Und dann kauft es euch oder kauft es euch nicht. Ich finde es cool, mir macht Laune. Und es ist wirklich eine gelungene Abwechslung zu den ganzen Zombies. Wir haben einen Wolf am Hintern. Glaube ich, denke ich. Ich habe es knurren gehört. Nicht so cool. Weil ich wollte eigentlich mir da den Madenbaum mitnehmen. Das sind die großen Bäume. Da gibt es eine Made raus. Mit der könnt ihr angeln. Die braucht ihr, um eure Angelschnüre zu herzustellen. Mal um die Ecke. Der gibt auch am meisten Holz. Von daher eine coole Geschichte. So, das wäre das gewesen. Ja, da seht ihr schon Erz. Wir könnten es jetzt mit der Axt mitnehmen. Dauert länger. Es gibt weniger Ertrag. Macht relativ wenig. So, hier sind wir schon mal am Ende dieses Map-Teils angekommen. Das wird bestimmt noch mal erweitert. Wie gesagt, wir laufen jetzt erstmal hier durch die Gegend und schauen, dass wir so viel wie möglich, ja, das ist unnötig noch, Klamotten mitnehmen. Da ist ein Karnickel, das kriegen wir aber garantiert auch nicht. Eigentlich dürften wir gar nicht uns das Laufen erlauben, weil wir nämlich nichts haben, das Futtern zu organisieren. Wir können aber schon mal ein paar Tauwerke machen. Können wir uns vielleicht schon mal den Bogen machen. Also ich werde jetzt definitiv hier mit dem Bogen beginnen. Da ist natürlich Winnie Pooh. Ist klar, der darf nicht fehlen. Wir laufen mal oben dran vorbei. Rennen ist an sich eine uncoole Geschichte, weil er verbraucht hier natürlich viel, viel mehr eurer Energie. Na gut, aber wir machen das. Mein YouTube-Plan ist vielleicht auch noch ganz interessante Geschichte, gibt es bei mir im Discord. Dort erfahrt ihr, wann welche Projekte
kommen und zu welcher Uhrzeit. Die Uhrzeit wird in der Regel immer 18 Uhr sein. Es wird nur ein Projekt am Tag kommen, aber nicht jeden Tag. Ich habe das auch in meinen anderen Folgen bei den anderen Projekten gesagt. Das Hauptprojekt kommt dienstags und freitags. Das zweite Nebenprojekt, erste Nebenprojekt kommt auf den Sonntag. Und was ich mit diesem Projekt mache, das weiß ich noch nicht genau. Ob Montag oder Donnerstag, das entscheide ich. Vielleicht machen wir das auf den Donnerstag und Montag bringen wir einfach nur so eine Angezockt-Reihe wieder mit rein. Ich gebe mir größte Mühe, dass wir das diesmal jetzt auch richtig hinkriegen. Ich hoffe, dass wir soweit das durchgesetzt kriegen. Deswegen, wie gesagt, also nicht wundern, nicht alle Projekte werden regelmäßig und immer kommen. Es kann auch mal sein, dass die Nebenprojekte nur alle 14 Tage kommen. Müsst ihr dann entschuldigen, ich habe auch noch einen Job, ich habe auch noch eine Familie und ich habe dann halt auch noch andere Dinge nebenbei zu tun, so wie jeder andere Mensch auch. So. Wir gucken rein, wir machen uns noch ein paar Tauwerke. Dann können wir uns nicht. Nein, können wir nicht. Wir werden uns die Angel bauen, denke ich. Für die Angel brauchen wir. Das haben wir. Gott sei Dank. Toi, 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 Leute. Wir haben auf jeden Fall den Metallschrott für die Angel schon mal. Suchen wir uns noch ein bisschen Gedöns zusammen, sag ich mal. Dass wir noch ein bisschen was kriegen. Und dann werden wir uns mal ganz gechillt irgendwo an einen Fluss setzen und uns nur erstmal noch die großen Bäume holen. Dann werden wir eine Runde angeln gehen. Wir haben eine Feder. Yeah. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall schon mal zwei Pfeile zusammen. Auch nicht. Ein Pfeil haben wir. Drei Pfeile. Läuft. Wir sind echt gut dabei. Das läuft heute wie ein Länderspiel hier. Wir nehmen noch ein bisschen Holz mit. Ganz klar. Brauchen wir. Holz brauchen wir noch. Da können wir gleich mal ein paar Stöcklis machen. Die brauchen wir nämlich auch. Für Bogen, für Angeln brauchen wir auch Stöcklis. Stiggis. Wie sie auch im Fachjargon genannt werden. So, wir gucken mal hier rum. Erdbeeren müsste es jetzt auch geben. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Erdbeeren. Ich habe es gerade gesagt. Wir haben jetzt ein paar Erdbeeren schon mal. Ich versuche aber die Erdbeeren, wie auch die Heidelbeeren und auch im Winter die Hagebutten aufzuheben, damit wir damit Marmelade machen können. Macht sich um ein Vielfaches besser und wir brauchen die. So, wir laufen jetzt hier hoch. Ich würde sagen, wir laufen hier mal an dem See vorbei. Ich habe vielleicht auch die Idee, dass wir mal an einem See bauen, an einem kleinen See. Dass wir nicht ganz so weit rein müssen. Das ist ein Wildschwein, das brauchen wir nicht. Das läuft eh weg. Das haut ab. Jetzt schleichen wir uns an die Kiste ran. Kisten können wir nicht stehen lassen. Die brauchen wir, Leute. Ohne Kisten ist. Ja, klar. Ich hau auf die Kiste drauf. Ja, läuft ja wieder. Die Folgenlängen sind derzeit so zwischen 25 Minuten und 30 Minuten. Ich habe sie verlängert. Da ich in der Vergangenheit mitgekriegt habe, dass 15 Minuten oder 20 Minuten einfach viel zu kurz sind, machen wir hier definitiv jetzt immer 25 bis 30. Ab und an vielleicht auch mal ein, zwei Minuten über der 30. Das kommt euch zugute. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ob ihr davon begeistert seid, ob euch das freut. Und wie gesagt, wie immer, wenn euch das Video gefällt, einen Daumen hoch, Kommentar rein. Abonniert meinen Kanal. Ihr helft mir damit und ihr ermutigt mich dazu, weitere Videos für euch aufzunehmen. Definitiv. So, Winnie Pooh, an Winnie Pooh gehen wir vorbei. Ja, sagt mir mal in den Kommentaren, wenn ihr die Folge gesehen habt, wo wir bauen wollen. Die ersten zwei, drei Folgen werde ich sowieso erstmal nur wandern. Da werden wir ein kleiner Wanderer sein. Und dann könnt ihr mir ja mal berichten, worauf ihr mal Bock hättet, wo ich bauen soll, was wir gerne sehen wollen. Und dann gucken wir uns das mal an, ob wir da uns dann hin platzieren. Wir sind wieder zwei Kisten. Sehr cool. Wir machen uns jetzt erstmal definitiv die Taschen voll. Nägel, ein Träumchen. 93 Nägel, Leute, das ist ein Traum. Läuft heute wirklich wie ein Länderspiel. Echt cool. Erdbeer, nehmen wir mit. Lassen wir nicht hier. Fasern, auch mitnehmen.
Da läuft ein Reh, die Bambis brauchen wir noch nicht jagen. Geweihe und so. Oh, Wolf, Wolf. Da oben sind Kisten. Guter Wolf, danke Wolf. Und noch ein Wolf. Schlechter Wolf. Wir haben keine Ausdauer mehr. Jetzt kriegen wir, glaube ich, ein Problem. Weil es geht das Futter. Wir schleichen uns da noch mal ran. Ja, dann werden wir uns gleich erstmal was zum anderen. Oh, ein Pfeil und Biokraftstoff. Richtig geil. Und noch eine Feder. Wir haben ein Proteinriegel. Den gönnen wir uns doch gleich mal. Den gönnen wir uns gleich. Den hauen wir uns gleich dahinter. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir gehen aber in die richtige Richtung. Ich würde vorschlagen, wir machen mal eine große Runde um den See, weil um den großen See, da gibt es meistens auch noch Blut. Vor allem gibt es da die großen Bäume. Da gibt es die großen Magenbäume. Die brauchen wir definitiv, weil ein bisschen angeln müssen. Sehr schön, sehr schön. Noch eine Kiste. Immer cool. Kisten sind immer geil. Die sind immer cool. Sowas. Ja, wir müssen uns den jetzt echt gönnen. Den hauen wir uns jetzt mal rein. Wir bauen uns jetzt die Angel nebenbei schon mal. Die bauen wir auch schon mal. Und dann machen wir aus den machen wir wieder Tauwerke. Hier nebenbei ein bisschen bauen schon mal. Das ist nie verkehrt. Da hinten ist nochmal ein See. Unser Problem ist aber, wir haben nur erstmal nur eine Made. Wir brauchen definitiv noch ein paar Maden. Wir könnten die Maden jetzt auch so essen. Ja, können wir tun. Bringt uns aber leider Gottes nicht das, was wir brauchen. Ich laufe wieder zurück, das ist uncool. Wir laufen erstmal in die Richtung und gucken erstmal. Richtung großen See. Nebenbei noch ein bisschen Holz mitschnitzen, wegschnitzen hier, das können wir immer gebrauchen. So. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen schleichen. Wir müssen erstmal gucken. Oh ne, wir können noch ein bisschen rennen. Wir rennen mal noch eine Runde, weil wenn es dunkel wird, bis dahin müssten wir uns irgendwo am besten einen See platziert haben, damit wir eine Runde angeln können. Dann brauche ich die Nacht nämlich nicht skippen. Dann kann ich da eine Runde angeln. Und wir können, und ihr könnt euch das Angeln begutachten, aber ich glaube, das kennt ihr ja sowieso schon. Oh ja, Wolf, ist richtig. Ich bin kein. Ja, einmal. Ganz großer Tipp, wenn ihr vom Wolf weglauft. Zählt bis drei, wenn er dreimal gebellt hat, ist es gut. Dann seid ihr ihn wieder los. Den kriegen wir auch noch und unsere Ausdauer geht runter. Shit. Eins. Hat er aufgehört, uns zu verfolgen? Wäre cool. Ich würde ganz gerne den Madenbaum mitnehmen. Fuck, natürlich nicht. Kiste können wir auch nicht mitnehmen. Gut, dann lassen wir die stehen. Können wir den Wolf aber los. Wölfi, sind wir mal los. Ich habe nicht vor, so schnell zu sterben, weil sterben ist uncool. Aber wir werden trotzdem garantiert ein, zweimal sterben müssen. Weil, ja, Subsistence eben. Man stirbt immer mal. Wir sind schon wieder falsch gelaufen. Wir müssen doch eigentlich in die Richtung, oder? Nee, da. Die Richtung. Da müssen wir. Habe ich mich doch glatt weg verdreht. Ja, ich habe noch nicht so wirklich die Orientierung, da wir die Map noch nicht wirklich aufhaben. Fehlt mir natürlich noch so ein bisschen die Orientierung gerade. Da unten gibt es Kisten. Ja, wir sollten jetzt wirklich langsam gucken, dass wir zu einem See kommen. Dass wir uns ein bisschen was an Nahrung machen können. Und vor allen Dingen, wir brauchen Wasser. Oh, einmal dreimal Wasser haben wir, das ist gut. Komm, das gönnen wir uns gleich mal. Ah, den Apfel gönnen wir uns auch noch, komm. Gönnen wir uns den Apfel auch noch. Komm. Das Bäumchen ist weg. So, jetzt rennen wir erstmal. Natürlich uncool. Wir haben natürlich keinen Dietrich. Das ist natürlich jetzt echt blöde. Das ist blöde. Aber egal. So, da haben wir noch mal Bretter drin. Lasst uns mal den Bogen noch bauen. Weil wir haben einen Vorteil.
Wir haben schon Pfeile. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall Kleintierzeug schon mal jagen. Hier ist noch Metallschrott. Auch eine rare Rarität hier in diesem Spiel. Brauchen wir auch immer. Jetzt laufe ich doch wieder zurück. Das ist doch ätzend. Ich wollte in die Richtung. Wir wollen jetzt in die Richtung. Jetzt lassen wir uns mal nicht mehr ablenken. Lasst uns mal da in die Richtung laufen. Weil da geht es definitiv zu einem größeren See. Komm, das Hühnchen schnitzen wir uns mal gleich mal weg. Das Hühnchen schnitzen wir uns gleich mal weg. Das lassen wir noch am Leben. Och, noch mein Schwindipuh. Du blöder Puhbär. Voll toll, ey. Der immer im Weg stehen muss. Also mit dem Puhbär lege ich mich jetzt noch nicht an. Weil dafür haben wir zu wenig Pfeile. Puhbär lege ich mich jetzt nicht an. Das wäre echt unvorteilhaft. Da ist ein kleiner See. Ich weiß jetzt nicht, wie spät das ist. Wie dunkel das wird. Wann es dunkel wird vor allen Dingen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Folgedessen laufen wir mal noch ein Stück weiter. Und wir gucken nochmal auf die Map und wir laufen wieder verkehrt. Ach, das ist doch nervig. Ja, dann komm, dann lasst uns hier an den See ran. Das Wildschwein, da ist die Wildsau. Die brauchen wir jetzt nicht. Hier an dem See könnte man zum Beispiel auch sich was richtig Cooles aufbauen. Ich habe das bei einem Kollegen auf dem Server gesehen, wo ich derzeit ja auch noch zocke. Und der hat sich eine Base auf dem Stein gebaut. Der hat sich eine Treppe gebaut, die hier hochgeht und so weiter und so fort. Wäre vielleicht auch eine ganz coole Sache. Wir gehen mal. Oh ja, Seegras. Seegras ist gut. Damit kriegen wir erstmal auf jeden Fall unsere Gemüsewert hoch. Zwar nicht in dem Maße, wie wir es brauchen, aber wir kriegen es hoch. Perlchen. Komm, die Perle nehmen wir mit, Leute. Perlen brauchen wir nachher jede Menge. Die nehmen wir uns mit. Die gönnen wir uns schon. So, die Perle. Hallo. Die Perle gönnen wir uns auch. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt schon dunkel wird, aber ich glaube, das wird dunkel. Richtig, das wird jetzt schon dunkel. Folgedessen suchen wir uns jetzt hier ein stilles Örtchen. Ich würde sagen, wir nehmen uns das hier vorne. Und leider nur eine Made. Leider Gottes nur eine Made. Wir bereiten uns jetzt schon mal auf die Nacht vor. Wir werden dazu jetzt nochmal... Wir gehen mal hier runter. Lass uns mal hier noch runterjumpen. Ich glaube, hier runter ging es nicht zum See. Wir probieren es. Wir probieren es. Lass uns laufen. Wir gucken mal. Mehr als dass uns die Nacht ereilen kann, kann nicht passieren. Folgedessen lasst es uns einfach mal probieren. Mehr als schief gehen kann es nicht. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Mal. Schon wieder Winnie Pooh. Der mich einfach nur in Ruhe lassen soll. Ich will nichts von ihm. Ich nerv ihn nicht, er nervt mich nicht und alle sind glücklich. Auf, denk, glaubt. So, gucken, haben wir noch ein paar Farben übrig? Zwei haben wir noch. Ja, dann können wir die noch machen. Wie viele Stöcke? Ja, Stickies haben wir genug. Dann müssen wir uns nämlich auch gleich mal ein bisschen Wasser abkochen. Und wir brauchen jetzt langsam echt Futter. Wir brauchen echt Futter jetzt. Deswegen wäre es echt super geil, wenn wir uns jetzt noch ein, zwei Madenbäume schnitzen könnten. Weghaschen, weghapfen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Warte mal. Da ist der große See. Ich habe ihn gesehen auf der Karte. Da hinten ist er. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Weil da haben wir einen besseren Überblick über die Tiere, die uns da vielleicht heute Nacht zum Zünder gehen. Aber die wissen, laufen wir dahin. Ziemlich viel Wald. Wald, aber kein großer Baum. Doof, keine Kiste mehr, nichts mehr. Da ist ein großer Baum, den nehmen wir mit. Da unten ist noch einer, den nehmen wir auch. Den müssen wir mitnehmen. Dann haben wir schon mal drei Maden, können wir uns auf jeden Fall schon mal drei Angelschnüre machen. Ganz wichtig. Dreimal Angelschnüre.
Bei YouTube gibt es auch einen Livestream von mir, den ich aufgenommen habe. Wenn ihr da Bock habt, da seht ihr schon ein bisschen was an der Base, die ich da gebastelt habe. Was ich da so ein bisschen gezimmert habe. Falls ihr Bock habt, könnt ihr euch das ja mal reinziehen. Ich glaube, geht circa. Wenn mich dann, ich möchte jetzt mich nicht lügen, aber ich glaube, 2 Stunden geht das. Vielleicht habt ihr Bock reinzugucken. Wenn nicht, würde ich schon. So, wir haben auf jeden Fall schon mal. Mensch, muss der da stehen? Aber ich glaube, das ist keiner. Da oben ist noch einer. Nehmen wir mit. 3 Maden. Haben wir 4 Maden. Haben wir schon mal 4 Fische. Die sind echt gut. Die können wir gebrauchen. Ja, wir sind am großen See. An dem ganz großen. Da habe ich ja übrigens auch gebaut in meinem, auf meinem Server. Also auf dem Server, wo ich spiele. So. Jawohl. 4 Maden haben wir. Richtig cool. Da ist auch noch eine Kiste, glaube ich, irgendwo. Hier stehen nämlich auch sehr viele Kisten. Eigentlich kann man hier immer um den See rumwandern. Aber das war ja nicht das, was wir machen wollten. Ja, da hinten sind meine Freunde schon wieder. Ja, die stehen da meistens. In der Regel warten die da auf uns. Muss jetzt nicht sein, muss ich jetzt nicht haben. Ich würde jetzt noch gerne noch ein bisschen Seegras finden, damit wir unseren Gemüsewert hochkriegen. Das wäre natürlich echt Optimum. Aber ich glaube, das sieht schlecht aus. Immer noch gucken, dann nehmen wir da hinten die Male noch mit. Und da hinten sind meistens immer die Bären. Da sollten wir vielleicht jetzt nicht unbedingt bauen. Das wäre, glaube ich, keine coole Idee. Auch nicht jetzt zum Winter. Wie ihr seht, da Winnie Pooh. Er steht schon da. Er wartet. Er hat Hunger, sagt er. Habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Müssen uns ein bisschen spurten, weil wenn es zum Winter geht, dann ist es natürlich eklig. Da wir halt nur im Winter die Baumwollsamen finden, werden wir wahrscheinlich recht wenig Glück haben. Da ist jetzt noch eine Perle, die will ich jetzt gerade nicht. Die lasse ich jetzt auch leider nochmal stehen. Das holen wir uns dann später. Ich glaube, unsere Ausdauer regeneriert sich jetzt auch nicht mehr. Jetzt wird's böse, jetzt kriegen wir Hunger. Sollten wir vielleicht doch langsam sehen, dass wir uns ein, ja, jetzt kommt das Hungerzeichen. Sollten wir uns gleich mal ein Lagerfeuer bauen. Jetzt wird es auch langsam düster. Ein Lagerfeuer schnell mal errichten. Gucken, dass wir da auf jeden Fall unser Hühnchen schon mal grillen. Und gefällt mir hier alles nicht. Das ist sehr uncool hier. Egal, wir bleiben hier. Wir werden jetzt uns hier schnell ein Lagerfeuer basteln. Ein Lagerfeuer. Bauen wir uns schon mal. Wir werden uns das Lagerfeuer basteln. Dann werden wir das Hühnchen schlachten. Ja, jetzt geht es nämlich damit los. Die können wir uns schon mal gönnen. Ernte Seegras. Für schnelle Nahrung. Ja, das wissen wir schon. So, wo ist denn unser Lagerfeuer? Das haben wir hinten auf der 8 liegen. Oh, Holz haben wir genug. Da können wir da reinpacken. Da rein, das da rein, anzünden. Wir brutzeln uns ein Hähnchen. So, los geht's. Wir brutzeln das Hähnchen, futtern das Hähnchen. Und dann sind wir mit der ersten Folge auch schon durch. Und ich hoffe, es gefällt euch. Es macht euch Spaß zuzugucken. Ich hoffe, ich kann euch ein wenig bespaßen. Und ihr schaltet hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit ein. Wir werden jetzt das Hähnchen grillen. Essen die Hähnchenbrust. Und ich hoffe, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Und vielleicht gibt es ja mal ein paar Kommentare dazu. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ein paar Likes würden mich auch freuen. Und ein Abo freut mich natürlich sowieso. Ja. Wenn unser Hähnchenbrust fertig ist, dann beenden wir die Folge für heute. Dann sind wir durch mit der ersten Folge. Das haben wir hiermit getan. Ich würde sagen, ja, jetzt macht er uns das noch. Und da hinten, ach, das ist so ein Rehchen. Jetzt muss ich mal kurz durchgucken nach den Shortcuts. Er zeigt da hinten, nein, das ist falsch. Genau. No. Wir drehen uns und machen die. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen. Du